Bist du schon mal in ein Zimmer gegangen und hast vergessen, warum du dorthin überhaupt gegangen bist oder was du eben noch gesucht hast? Hast du schon mal deine Autoschlüssel im Kühlschrank gefunden oder Hundefutter in deine Müsli-Schüssel geschüttet? Oh, klingt so, als bräuchtest du einen Gehirnschub. Keine Sorge, hier sind einige großartige Möglichkeiten, wie du deinen Denkapparat wieder in Schwung bringst. Nummer 1. Zeichnen. Selbst wenn du nicht mehr als ein Strichmännchen auf das Blatt Papier malen kannst, das noch nicht einmal gut aussieht, zeichne weiter, was immer du möchtest. Beim Zeichnen muss nämlich deine rechte Gehirnhälfte arbeiten und das fördert deine Kreativität und hilft dir, unkonventionelle Lösungen für Probleme zu finden. Außerdem entspannt das Kritzeln dein Gehirn, was wissenschaftlich erwiesen ist. Du baust Angst ab und findest deinen Seelenfrieden, den du brauchst, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Nummer 2. Ändere deine Routine. Wenn du morgens aufstehst, Kaffee trinkst, duscht, dich anziehst, rausgehst und erst dann aufwachst, wird es Zeit für eine Veränderung. Routineaktionen im Automatikmodus blockieren dein Gehirn, weil es nicht aktiv an dem teilnehmen muss, was du tust. Wegen dieses Automatikbetriebes kommt es vor, dass du sogar wichtige Dinge leicht vergisst, wie zum Beispiel, ob du den Küchenherd ausgeschaltet hast oder nicht. Um diesen Mangel an Erinnerungen zu vermeiden, ändere deine Routine jeden Tag. Es kann etwas Kleines sein, wie zum Beispiel Frühstück vor dem Duschen, wenn du es am Vortag umgekehrt gemacht hast. Oder wähle einen unbekannten Weg zur Schule oder Arbeit. Nummer 3. Gebrauche die andere Hand. Wenn du Rechtshänder bist, dann nimm heute den Löffel oder deine Zahnbürste in die linke Hand. Als Linkshänder bist du einen Tag mal Rechtshänder. Wenn du Dinge oft nur mit deiner dominanten Hand tust, schaltet dein Gehirn oft auf Autopilot, ohne darauf zu achten, was du tust. Aber sobald du anfängst, die andere Hand zu benutzen, muss dein Gehirn wieder intensiver arbeiten. Besonders effektiv und lustig ist das, wenn du versuchst, mit der anderen Hand zu schreiben. In diesem Sinne. Nummer 4. Schreibe. Und ich meine schreiben, nicht tippen. Das Tippen auf einer Tastatur oder einem Smartphone ist auch in Ordnung. Aber das eigentliche Schreiben mit einem Stift auf Papier aktiviert dein kritisches Denken und verbessert deine analytischen Fähigkeiten. Besonders wenn du etwas Sinnvolles schreibst, nicht nur einen Haufen Kauderwelsch, den du einfach nur stupide kopierst. Es kann ein Tagebuch sein oder du entdeckst sogar dein Talent als Schriftsteller, das tief in dir verborgen ist. Vielleicht liegt dein erster Bestseller bald schon fertig in der Schublade und du weißt es nur nicht. Nummer 5. Lerne eine neue Sprache. Studien belegen, dass das Lösen mathematischer Probleme das Gehirn bei weitem nicht so sehr quält wie das Erlernen einer unbekannten Sprache. Wenn du eine Sprache lernst, stellst du dich einem ganz neuen System und dein Gehirn hat keine andere Wahl, als sich an die Umstände anzupassen. Aber sei klug, lass die Aufgabe nicht zu einer Belastung werden, sonst bekommst du nur Kopfschmerzen, anstatt deinem Gehirn einen Schub zu geben. Nummer 6. Spiele Schach. Schach ist eines der ältesten Strategiespiele der Welt und hat im Laufe der Zeit viele Anhänger gefunden, weil es fantastisch ist. Wenn du regelmäßig Schach spielst, wirst du lernen, dich besser zu konzentrieren und größer zu denken. Und du wirst Maßnahmen ergreifen, die dein Leben ein paar Schritte im Voraus beeinflussen. Du wirst auch ein tieferes Verständnis für die Absichten anderer Menschen bekommen. Schließlich geht es beim Schach genau darum. Und weil wir gerade bei diesem Thema sind. Nummer 7. Spiele Videospiele. Nun, das ist bestätigt. Gamer haben große Gehirne. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass insbesondere Action-Videospiele die Reaktionszeit, Beobachtungsgabe und Entscheidungsfindung verbessern. Forscher sagen, dass andere Spiele diesen Effekt nicht haben. Deshalb spiele Action-Spiele. Nummer 8. Erledige Aufgaben. Am besten, bevor du irgendwelche Spiele spielst. Du musst dir die Spaßzeit verdienen, oder? Sicher. Naja, so oder so, dein Gehirn kommt auf Trab. Hausarbeit erhöht auch deine Gehirnkapazität. Es dreht sich dabei also um die körperliche Aktivität, was für dein Köpfchen gut ist, aber dazu später mehr. Hausarbeiten erledigen ist auch nützlich, um dich von den größeren Problemen abzulenken. Nummer 9. Nasenbohren. Bohre aber in deiner Nase, nicht in seiner. Wenn du über etwas nachdenkst und plötzlich dein Finger im Nasenloch verschwindet, beeil dich nicht, ihn da wieder rauszuziehen. Außer wenn dich jemand beobachtet, dann vielleicht schon. Aber denk daran, neben dem Graben nach Gold ist die Massage deiner Schleimhaut ziemlich nützlich. Du sendest damit nämlich ein Signal an dein Gehirn, sodass es aufwacht und arbeitet und du so schneller einen nützlichen Gedanken findest. Nummer 10. Spaziere. Das Gehen erhöht die Durchblutung, was wiederum bedeutet, dass mehr Blut und damit Sauerstoff in dein Gehirn gelangt. Wie du dir denken kannst, fördert das die Aktivität deines Gehirns und dein Denken wird flexibler.
Hast du dich schon mal dabei erwischt, wie du während des Telefonierens hin und her läufst? Kommentiere unten, wenn du das auch machst, denn das bedeutet, dass dein Gehirn automatisch in den aktiven Modus wechselt. Nummer 11. Ist Schokolade. Wenn du eine Naschkatze bist, wirst du diesen Punkt lieben. Schokolade enthält eine wichtige Aminosäure, Lysin, die deinem Gehirn hilft, Dinge schneller und effizienter zu verarbeiten. Das betrifft aber nur dunkle Schokolade, denn Lysin kommt in Kakaobohnen vor. Je größer der Kakaoanteil in deiner Schokolade ist, desto besser. Wenn du Milchschokolade bevorzugst, dann wähle die Sorten, die mindestens 30% Kakao enthalten. Zucker gibt deinem Gehirn auch einen Schub, aber der ist nur vorübergehend und nach einer Stunde oder so wirst du dich wieder müde fühlen. Nummer 12. Atme. Das ist eine einfache Übung, die aber dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt und ihm einen Energieschub gibt. Atme die ganze Luft aus der Lunge aus und halte den Atem an, solange du kannst. Aber warte nicht, bis du ohnmächtig wirst. Das nennt man übrigens Hypoxie und das ist nicht cool. Wenn du es nicht mehr halten kannst, atme kräftig ein und wiederhole es. Der Luftstrom in der Lunge schickt Sauerstoff an das Gewebe und dein Blut wird schneller gepumpt. Und das brauchst du, um dich besser erinnern zu können. Insgesamt verbesserst du durch das bewusste Atmen deine Gehirnfunktion. Mach das ein paar Mal jeden Tag und du bekommst im Handumdrehen einen klaren Kopf. Nummer 13. Schlafe. Was auch immer du aus dieser Liste machst, denk daran, Schlaf ist am wichtigsten. Wenn du nachts nicht genug Schlaf bekommst, dann wird dir kein Schub der Welt helfen, schneller oder größer zu denken. Auch Kaffee hat seine Grenzen, denn er nutzt im Grunde genommen nur deine innere Energie, indem er sie aktiviert, wenn sie vorhanden ist. Du brauchst nicht unbedingt 7 bis 8 Stunden Schlaf, aber achte darauf, dass du dich erfrischt und bereit fühlst, in den Tag zu starten. Hey, waren das neue und interessante Fakten über dein Gehirn? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir bestimmt gefallen werden. Klicke einfach auf das linke oder rechte und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.